Servus, grüß Gott, moin, gute. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute wollen wir ein neues Format starten. Was wäre wenn? Wir haben das bereits in dem letzten Bismarck-Film-Video angekündigt. Klickt auf das i, dann kommt ihr zu dem Video. Ja, wir befassen uns mit der Frage, was wäre wenn das Schlachtschiff Bismarck einen französischen Hafen erreicht hätte? Wir stellen euch zwei Optionen vor. Weiterhin widmen wir uns dem Schicksal von Admiral Lütjens. Wie hätte seine weitere Karriere ausgesehen? Wäre er befördert worden? Hätte er eine Auszeichnung bekommen? Oder drohte ihm ein Kriegsgericht? Doch genug gequatscht. Lasst uns mit Was wäre wenn beginnen. Der Oberbefehlshaber der britischen Heimatflotte, Admiral Sir John Torvey, schrieb in den späten Abendstunden des 26. Mai 1941, nachdem er von dem entscheidenden Rudertreffer auf dem Schlachtschiff Bismarck erfahren hatte, die folgende Botschaft an die Besatzung seines Flaggschiffes. Zitat: Mit der Versenkung der Bismarck könnte dem Feind derartiger Schaden zugefügt werden, dass er den Verlust eines einzigen Schlachtschiffes bei weitem übersteigen und sich entscheidend auf den gesamten Kriegsverlauf auswirken könnte. Gott sei mit uns und schenke uns den Sieg. Zitat Ende. Der Ausgang des anstehenden Gefechtes ist hinreichend bekannt. Am nächsten Vormittag kenterte das große deutsche Schlachtschiff und sank auf 4.800 Meter Tiefe, nachdem 2.876 Granaten und etliche Torpedos auf Bismarck abgefeuert worden waren. Verantwortlich für den Untergang waren letztendlich die Artillerietreffer, die Maßnahmen der Selbstversenkung und gegen Ende das Treffen von drei Torpedos der HMS Dorsetshire. Nur 5% der über 2.200 Mann starken Besatzung wurden von den Briten gerettet. Was wäre allerdings, wenn Bismarck am Abend des 26. Mai 1941 nicht den entscheidenden Treffer in die Ruderanlage erhalten hätte? Hätte der Torpedo am Abend des 26. Mai nicht getroffen, wäre ein erneuter Swordfish-Angriff am nächsten Morgen theoretisch möglich gewesen. Es sei denn, HMS Ark Royal wäre am Abend von U-556 und der Kapitänleutnant Wohlfahrt versenkt worden. Das Boot stand in günstiger Schussposition, hatte allerdings keine Torpedos mehr an Bord. Die Swordfish, die den entscheidenden Angriff durchführten, befanden sich bereits in der Luft. Aber das deutsche Schlachtschiff stand zum Zeitpunkt des Angriffs nur etwa einen Tagesmarsch vom rettenden französischen Hafen entfernt. Bei 20 Knoten Marschfahrt stünde Bismarck 12 Stunden später bereits 240 Seemeilen näher an der Küste und damit schon unter dem Schutz der eigenen Luftwaffe. Und ob die Briten ihre Schiffe diesem großen Risiko ausgesetzt hätten, steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Man denke nur an die hohen Verluste der Royal Navy bei der gleichzeitig stattfindenden Seeluftschlacht um Kreta. Dort wurden drei Kreuzer und sechs Zerstörer von den deutschen Luftstreitkräften versenkt, sowie sechs Kreuzer, fünf Zerstörer, drei Schlachtschiffe und ein Flugzeugträger zum Teil stark beschädigt. Dabei fanden über 2000 britische Seeleute den Tod. Am 28. Mai 1941 wurde der Zerstörer HMS Mashona bei schweren Luftangriffen von Junkers U-88 der ersten Gruppe Kampfgeschwader 77 der Luftwaffe getroffen und sank südwestlich von Irland. Ein weiteres Problem der Briten war die Treibstoffknappheit, hauptsächlich beim Flaggschiff der Home Fleet, der King George V.
Winston Churchill verfasste noch in der Nacht zum 27. Mai eine Botschaft an Admiral Torrey, in der er die Versenkung der Bismarck unter allen Umständen forderte, auch wenn es nötig sein sollte, dass King George dazu in der Kampfzone verbleibt, auch dann, wenn sie in der Folge abgeschleppt werden müsste. Die Nachricht erreichte Torrey unmittelbar nach der Versenkung der Bismarck um die Mittagszeit des 27. Mai. Ob er dem Befehl nachgekommen wäre, ist zu bezweifeln, denn mit dem Ausfall der Prince of Wales war King George das einzige britische Großkampfschiff, das sich mit Bismarck in Bezug auf Bewaffnung, Panzerung und Geschwindigkeit messen konnte. Weitere Kräfte der Royal Navy in der Nähe Bismarcks waren die fünf Zerstörer des Captain Wine. Allerdings glauben wir nicht, dass sie das deutsche Schlachtschiff bei 20 Knoten Fahrt und der schweren See hätten aufhalten können. Sie litten ja viel stärker als die Großkampfschiffe unter dem Seegang und hätten mit dem Tempo nicht Schritt halten können. Der Einsatz der Torpedowaffe war bei diesen Wetterverhältnissen auch nicht vielversprechend. Die Gefahr durch britische U-Boote, 6 standen vor Brest und Saint-Nazaire, erachten wir als gering an. Bismarcks Marschgeschwindigkeit von 20 Knoten, bei Bedarf auch 28 Knoten, sollten ausreichen, um die Boote auszumanövrieren. So, Bismarck wäre jetzt in einem Hafen der französischen Westküste angekommen. Nehmen wir an, in Brest, da diese Stadt am weitesten westlich liegt und deshalb als erstes erreicht werden konnte. Nach einer eventuellen Treibstoffübernahme in den Bunkern befanden sich ja nicht mehr so viel Heizöl. Außerdem waren 1000 Tonnen vom Verbrauch abgeschnitten, müsste Bismarck nach Saint-Nazaire verlegen, da nur dort sich ein Dock für ein Schiff ihrer Größe befand, das sogenannte Normandie-Dock. Nach einer mehrmonatigen Reparatur, vorausgesetzt es kämen keine Bombentreffer bzw. Lufttorpedotreffer durch Flugzeuge der RAF hinzu, wäre Bismarck im Herbst 1941 wahrscheinlich wieder einsatzbereit gewesen. Großadmiral Raeder sah für die Kriegsmarine weiterhin Großbritannien als Hauptkriegsgegner an. Trotz des Einmarsches der Wehrmacht in die Sowjetunion am 22. Juni 1941. Deshalb forderte er den schnellstmöglichen Einsatz seiner schweren Einheiten gegen die alliierten Geleitzüge im Atlantik. Ihm standen folgende Schiffe zur Verfügung: die schweren Kreuzer Lützow, Admiral Scheer, Admiral Hipper und Prinz Eugen sowie die Schlachtschiffe Scharnhorst-Gneisenau sowie Bismarck und Tirpitz. Auf den ersten Blick eine gewaltige Streitmacht. Wenn man bedenkt, dass ein Schlachtschiff der Bismarck-Klasse zwei britische Schlachtschiffe der King George V-Klasse ins Kappa-Floh band. Am besten geeignet für den ozeanischen Zufuhrkrieg waren Lützow und Scheer, die Dieselmotoren und damit den größten Fahrbereich von allen deutschen schweren Einheiten besaßen. Den geringsten Aktionsradius hatten die Kreuzer der Hipper-Klasse. Doch wie sah die Einsatzbereitschaft der Schiffe im Sommer, Herbst 1941 tatsächlich aus? Schwerer Kreuzer Lützow. Beim Ausbruch in den Atlantik, um dort Krieg gegen die britischen Zufuhren zu führen, erhielt das Schiff am 12. Juni 1941 an der Südwestspitze Norwegens einen britischen Lufttorpedotreffer. Die Folge war der Ausfall der Antriebsanlage, doch gelang es dem Kreuzer schließlich mit eigener Kraft, den Rückmarsch anzutreten. Am Nachmittag des 14. Juni wurde Kiel erreicht. Die Reparatur im Trockendock dauerte bis zum 17. Januar 1942. Schwerer Kreuzer Admiral Scheer. Nach erfolgreicher 155-tägiger Unternehmung lief das Schiff am 1. April 1941 in Kiel ein. Die anschließende Werftüberholung dauerte vom 15. April bis zum 1. Juli 1941. Danach Grundberührung, sodass das Schiff bis zum Dezember für einen Atlantikeinsatz ausfiel. Im Herbst Einsatz in der Baltenflotte mit dem Auftrag, einen eventuellen Ausbruch der sowjetischen Flotte
in die Ostsee zu verhindern. Schwerer Kreuzer Admiral Hipper. Nach der Rückkehr aus Brest machte Hipper am 28. März 1941 in Kiel fest. Die nächsten Monate ab April 1941 verbrachte das Schiff in der Werft. Schwerer Kreuzer Prinz Eugen. Am 1. Juni 1941 in Brest eingelaufen, damit endet das Unternehmens Rheinübung. Der Kreuzer wurde bei einem Luftangriff am 8. Juli 1941 von einer britischen Bombe schwer getroffen. Es gab 60 Gefallene, darunter den ersten Offizier, Fregattenkapitän Otto Stoß. Die Instandsetzungsarbeiten dauerten bis Mitte Dezember 1941. Das Schlachtschiff Gneisenau. Nach erfolgreicher Unternehmung am 22. März 1941 in Brest eingelaufen. Es bestand der Plan, dass Gneisenau und Scharnhorst nach einer Generalüberholung wieder in den Atlantik auslaufen sollten. Sofort nahmen jedoch wegen der Anwesenheit der Schiffe die Luftangriffe der Royal Air Force zu. Am 6. April Lufttorpedotreffer, 10. April vier weitere Bombentreffer. Die Reparaturen dauerten bis Januar 1942. Das Schlachtschiff Scharnhorst, nach erfolgreicher Unternehmung am 22. März in Brest eingelaufen. In den folgenden Wochen fanden Überholungsarbeiten der Maschine statt. Um die starke Konzentration der schweren Einheiten in Brest aufzuheben, verlegte das Schiff am 23. Juli nach La Palisse, wurde aber bereits einen Tag später dort von 12 Bombern der Royal Air Force angegriffen und von 5 Bomben schwer getroffen. August 1941 Rückkehr nach Brest zur Reparatur. Das Schiff war erst Ende Januar, Anfang Februar 1942 wieder fahrbereit. Schlachtschiff Tirpitz. In Dienststellung am 25. Februar 1941 in Wilhelmshaven. Im Frühjahr Ausbildung in der Ostsee. Erste Einsätze im Rahmen der Baltenflotte im September 1941 in der Ostsee. Im Januar 1942 Verlegung nach Norwegen. Wie sah der Kriegsverlauf in der Zwischenzeit aus? Den Briten war es tatsächlich gelungen, den für absolut sicher gehaltenen deutschen Funkverkehr zu entschlüsseln. Als Folge wurde fast das ganze Versorgungsnetz vom Unternehmen Rheinübung aufgerollt. Am 3. Juni wurde der Tanker Belchen südwestlich von Grönland gefasst. Am nächsten Tag die weiter südlich stehenden Tanker SO Hamburg und Egerland, danach der Tanker Gdania und das Trossschiff Gonsenheim, 700 bzw. 900 Seemeilen westlich von Brest. Am 12. und 15. Juni erwischte es die Tanker Friedrich Brehme und Lothringen im Mittelatlantik. Am 22. Juni 1941 war ein neuer Kriegsgegner, die UdSSR, hinzugekommen. Mit den USA befand sich die Kriegsmarine seit Anfang September 1941 de facto im Kriegszustand. Nach dem Greer-Zwischenfall, bei dem sich das deutsche U-652 und die USS Greer gegenseitig beschossen hatten, ohne allerdings Treffer zu erzielen, galt die Weisung des US-Präsidenten Franklin Delano Roosevelt an die Schiffe der US Navy, nicht erst einen Angriff abzuwarten, sondern sofort zuzuschlagen, wenn sie ein Wasserfahrzeug der Achsenmächte sichteten. Shoot on sight order. US-Zerstörer begleiteten britische Gleitzüge, US-Schlachtschiffe trafen nach und nach auf dem europäischen Kriegsschauplatz ein. Selbstverständlich hätten die Ereignisse nach dem Einlaufen Bismarcks anders verlaufen können. Vielleicht hätten Prinz Eugen und Scharnhorst die Bombentreffer nicht erhalten. Wenn die Royal Air Force aber die deutschen Schiffe im tatsächlichen Geschehen schon so gezielt angegriffen hat, um wie viel intensiver wären die Attacken bei der Anwesenheit Bismarcks gewesen, da dieses Schiff ein besonders verlockendes Ziel darstellte. Avenge the Hood, Rache für die Hood. Der Aufruf Churchills, Sink the Bismarck, galt ja dann noch immer. Außerdem war die Bedrohung durch Bismarck immens, denn sie band ständig zwei moderne Schiffe der King George-Klasse. Eine auslaufende deutsche Flotte bestehend aus mehreren Schlachtschiffen und Kreuzern halten wir unter diesen schwierigen Voraussetzungen für eine reine Illusion. Was eventuell möglich gewesen wäre, sind einzelne kurze Vorstöße in den Atlantik nach dem Muster der Admiral Hipper vom Februar 1941. Gegen ein mehrwöchiges Kreuzen im Atlantik sprach zu den vielen anderen nachteiligen Faktoren wie der Einbruch in den deutschen Funkschlüssel
sowie die ständig zunehmende Luftüberwachung durch alliierte Flugzeuge, auch der Mangel an entsprechenden deutschen Tank- und Versorgungsschiffen. Nehmen wir an, Bismarck wäre im Herbst tatsächlich wieder einsatzbereit gewesen, was aus den genannten Gründen sehr unwahrscheinlich gewesen wäre, da weitere Bombentreffer sicherlich hinzugekommen wären. Dann stand praktisch kein Begleitschiff zur Verfügung, nur das Schlachtschiff Tirpitz. Aber die wollte man nicht alleine auf den gefahrvollen Weg durch den Atlantik nach Westfrankreich schicken, sondern Hitler forderte ihre Verlegung nach Norwegen. Die Seekriegsleitung hoffte noch immer auf eine Wiederholung der ersten Share-Unternehmung, also den Einsatz im Atlantik bis in den Indischen Ozean. Man plante sogar einen Durchbruch bis Japan. Allerdings lief den Deutschen die Zeit davon. Der Einfluss der Vereinigten Staaten wurde immer stärker. Die Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Seekriegsleitung das Schlachtschiff Bismarck noch einmal im Atlantik eingesetzt hätte, sehen wir als gering an. Sie hätte es gerne getan, am liebsten noch mit Scharnhorst und Gneisenau, aber der weitere Kriegsverlauf, etliche Gründe wurden bereits genannt, sprachen eindeutig dagegen. Außerdem mischte sich Hitler jetzt öfters in die Seekriegführung mit ein. Für ihn waren die schweren Schiffe zunehmend eine Belastung. Er sah sie als nicht mehr zeitgemäß an. Ende 1941, Anfang 1942 setzte er der Seekriegsleitung die Pistole auf die Brust. Entweder Rückführung der Schiffe in die Heimat oder Abwracken und Einsatz der Schiffsartillerie in Küstenbatterien. Hitler sah den Rückmarsch durch die Dänemarkstraße bzw. durch die nördlicheren Gewässer als den deutlich gefährlicheren Weg an. Der kürzeste Weg führte durch den Ärmelkanal. Bei dem mangelnden Ausbildungsstand der Besatzungen und der Tatsache, dass man mit den Schiffen in der Zwischenzeit keine großen Fahrübungen durchführen konnte, war dieser kurze Weg auch der logischste. Folgende Faktoren sprachen ebenfalls für den kürzeren Weg durch den Kanal. Erstens, die Überraschung des Gegners. Zweitens, der Schutz durch Jagdflugzeuge der Luftwaffe auf dem ganzen Weg. Und drittens, im Notfall bessere Rettungsmöglichkeiten für die Besatzungen aufgrund der Küstennähe. Nach der Heimkehr sollten die Schiffe schnellstens nach Norwegen verlegen. Für Hitler wurde dieses Land immer wichtiger. Er befürchtete dort eine alliierte Landung und wollte deshalb die schweren Schiffe dort konzentrieren. Ihr merkt, worauf wir hinaus wollen. Hier sehen wir nämlich das mögliche weitere Schicksal des Schlachtschiffes Bismarck. Vermutlich wären dann im Februar 1942 nicht drei, sondern vier Schiffe durch den Kanal in die Heimat durchgebrochen. Nach der glücklichen Rückkehr sehen wir Bismarck in norwegischen Gewässern. Dort kamen dann die genannten schweren Einheiten der Kriegsmarine zum Einsatz: Lützow, Scheer, Hipper, Prinzergen, Scharnhorst und Tirpitz. Sie alle verlegten in die nordischen Gewässer. Nur Gneisenau hatte Pech. In der Nacht vom 26. auf den 27. Februar 1942 erhielt sie einen schweren Bombentreffer durch Flugzeuge der Royal Air Force in Kiel. 112 Männer fielen. Der gesamte Pulvervorrat des 28 cm Turmes Anton verbrannte und hinterließ ein ausgeglühtes Vorschiff, das nicht mehr zu reparieren war. Der mögliche weitere Einsatzweg Bismarcks wird dem von Tirpitz bzw. Scharnhorst ähnlich gewesen sein. Die Briten würden alles erdenklich Mögliche versucht haben, um das gefürchtete Schiff auszuschalten. Luftangriffe durch Bomber der Royal Air Force, Einsatz von Torpedoreitern bzw. Kleinst-U-Booten und so weiter. Ob Bismarck allerdings an einem der Nordmeer-Leitzüge untergegangen wäre, wie Scharnhorst am 26. Dezember 1943, wissen wir nicht. Die technische Überlegenheit der Alliierten, gerade in puncto Radar, also Funkmess, wurde immer größer. Was nützt einem die beste Artillerie, wenn man seinen Gegner nicht sieht? Wir tendieren eher dazu, dass Bismarck wie später Tirpitz den überschweren Tallboy-Bomben der RAF zum Opfer gefallen wäre, entweder in Norwegen oder in Deutschland.
Ein Überleben des Schiffes in diesem Krieg, wie es beispielsweise Prinz Eugen gelang, halten wir für praktisch ausgeschlossen. Dazu war Bismarck den Briten zu gefährlich. Es galt ja noch immer Churchills Wort: Sink the Bismarck. Fazit: Zu Beginn unserer Recherchen für dieses Video sahen wir vor unserem geistigen Auge das Schlachtschiff Bismarck gemeinsam mit Tirpitz, Scharnhorst, Gneisenau und Prinz Eugen durch den Atlantik pflügen, ständig auf der Suche nach alliierten Geleitzügen, jeder schweren gegnerischen Einheit haushoch überlegen, überall Angst und Schrecken verbreitend. Die britische Admiralität stand kurz vor der Kapitulation, da kein britischer Seemann mehr ein alliiertes Handelsschiff betreten wollte. Naja, ich habe jetzt ein bisschen übertrieben. Außer, dass die britische Admiralität in London mit dieser Möglichkeit rechnen musste. Dass sie das tat, beweist das Unternehmen Chariot. In der Nacht auf den 28. März 1942 zerstörten Einheiten der Royal Navy und britische Kommandoeinheiten das Normandie-Dock in Saint-Nazaire, um einen Atlantikeinsatz des Schlachtschiffes Tirpitz von vornherein auszuschließen. Also, am Anfang dachten wir, dass die Chancen für einen Atlantikeinsatz Bismarcks bei etwa 20-25% lägen. Doch je genauer wir recherchierten, umso unwahrscheinlicher erschien es uns. Jetzt am Ende schließen wir den gleichzeitigen Einsatz von mehreren Schlachtschiffen und Kreuzern kategorisch aus den oben genannten Gründen aus. Was möglich gewesen wäre, ist ein einmaliger Vorstoß Bismarcks in den Atlantik nach dem Muster der Admiral Hipper vom Februar 1941. Aber auch hier kalkulieren wir nur im einstelligen Prozentbereich. Zu groß war in der Zwischenzeit die Überlegenheit der Briten und Amerikaner in puncto Anzahl vorhandener Einheiten, die technische Überlegenheit im Radarwesen sowie der erfolgreiche Einbruch in den deutschen Funkschlüssel. Zurück zur Realität. In einem Punkt sind wir sicherlich einer Meinung. Ohne den dramatischen Endkampf und der anschließenden Versenkung des Schlachtschiffes Bismarck hätte es nie diesen Mythos um das Schiff gegeben. Wie wir analysiert haben, wäre es im weiteren Verlauf des Krieges, ähnlich dem Schwesterschiff Tirpitz, durch mehrere Tonnen schwere Bomben aus der Luft zerstört worden. Jetzt liegt es noch immer nach ruhmvollem Kampf in 4800 Metern Tiefe des Nordatlantiks. Aufrecht und stolz, wie die Männer bezeugen, die hinabgetaucht sind. Und das Schiff existiert noch, ist in einem noch relativ guten Zustand, im Gegensatz zu ihren Gegnern, die fast alle ein unrühmliches Ende fanden und dem Schneidbrenner zum Opfer fielen. So, nun lassen wir es genug sein. Am Ende möchte ich den ranghöchsten Überlebenden, den Freiherrn von Müllenheim-Rechberg, zitieren, der in seinem Buch einen würdigen Abschluss geschrieben hat. Zitat: Er, also das Schlachtschiff Bismarck, liegt noch immer auf 48 Grad 10 Minuten Nord, 16 Grad 12 Minuten West. Nicht weit und doch eine Ewigkeit von seinem damaligen Ziel Saint-Nazaire entfernt. Mit seinem Untergang dämmerte schon das Ende des Zeitalters der Schlachtschiffe herauf. Dass er als ein triumphales Werk der Technik verkörpert hatte und das von ihm und seiner tapferen, gefallenen Besatzung zwar nur kurz, aber doch in unauslöschlicher Weise mitgeprägt worden war. Zitat Ende. Wie angekündigt, hier unsere Gedankengänge zur Person des Admiral Lütjens. Zitat: Sicherlich hätte sich Lütjens aufgrund zahlreicher Fehlentscheidungen bei einer Rettung kriegsgerichtlich verantworten müssen. Zitat Ende. Bodo Herzog, Günther Schomekers, Ritter der Tiefe, Graue Wölfe. Ähnliche Kommentare fanden wir unter einigen unserer Bismarck-Videos. Am 6. Juni 1941 befand sich Großadmiral Raeder auf dem Berghof und schilderte Hitler den Verlauf der Unternehmung Rheinübung. Hitlers erste zwei Fragen lauteten: Warum hat der Flottenchef nicht nach dem Gefecht mit der Hut
den Rückmarsch angetreten? Und warum hat Bismarck nach der Versenkung der Hood nicht Prince of Wales erneut angegriffen, um ihn niederzukämpfen? Selbst bei einem Verlust wäre das Endergebnis zwei britische gegen einen deutschen Verlust. Wir sehen, Lütjens Entscheidungen wurden selbst von höchster Stelle kritisiert. Wie reagierte nun Raeder als Oberbefehlshaber der Marine? Ließ er Lütjens fallen oder stellte er sich schützend vor seinen Untergebenen? Der Großadmiral erläuterte, dass ein Durchbruch durch die nördlichen Engen gefährlicher sei, da der Gegner dort mehr leichte Seestreitkräfte und Flugzeuge zur Verfügung habe. In der Weite des Atlantiks wollte Lütjens seine Verfolger über eine aufgestellte U-Bootslinie ziehen. Auch hat Bismarck am Abend des 24. Mai 1941 Prince of Wales erneut angegriffen, um Prinz Eugen das Absetzen zu ermöglichen. Das britische Schlachtschiff entzog sich aber. Durch den Treffer war Bismarck mit 28 Knoten langsamer als der Brite. Außerdem hatte Lütjens noch immer sein Hauptziel vor Augen, die Schädigung des gegnerischen Handels. Zu kämpfen hatte er nur, soweit der Gegner ihm die Aufnahme des Handelskrieges verwehrte. Nach dem Krieg schrieb Raeder in seinem Buch »Mein Leben, Teil 2« klipp und klar, Zitat: »Für den Einsatz des neuesten deutschen Schlachtschiffes trage ich ebenso die Verantwortung wie für alle militärischen Einsätze während der Zeit meiner Tätigkeit als Oberbefehlshaber der Kriegsmarine. Ich trage sie allein.« Erich Raeder, Zitat Ende. Lütjens genoss das volle Vertrauen Raeders. Beim Unternehmen Berlin mit Gneisenau und Scharnhorst hat er sein großes Können bewiesen. Ein weiterer Vorwurf, der Lütjens häufig gemacht wurde, ist sein überlanger Funkspruch in den frühen Morgenstunden des 25. Mai 1941, der vom Gegner natürlich eingepeilt wurde. Der Flottenchef fühlte sich weiterhin verfolgt und geortet, obwohl die drei britischen Schiffe längst den Kontakt zu ihm verloren hatten. Hierzu gebe ich Überlegungen wieder, die der ranghöchste überlebende Offizier, der spätere Korvettenkapitän von Müllenheim-Rechberg, in seinem Buch angestellt hat. Das Funkwesen steckte damals noch in den Kinderschuhen. Größere Erfahrungswerte lagen nicht vor. Lütjens war sicherlich kein Experte auf diesem Gebiet. Er musste sich also auf die Ratschläge und Hinweise seines Fachpersonals verlassen. Ob das Funkmesspersonal von Bismarck gut geschult war, wissen wir nicht. Auch die an Bord eingeschiffte B-Dienstgruppe hätte Lütjens den Eindruck vermitteln können, dass der Gegner noch Fühlung hielt. Ganz so einfach ist es also nicht mit der Schuldzuweisung. Natürlich lag letztendlich die volle Verantwortung für das Absetzen des Spruches bei Lütjens. Generell ist es nicht verkehrt, sich das folgende Zitat näher zu Gemüte zu führen. Zitat: Da wir die Gründe nicht kennen, die den Flottenchef zu seinen Entscheidungen veranlasst haben, muss Kritik an seinen Maßnahmen unfruchtbar bleiben, weil sie allein vom Erfolg her urteilt. Das aber ist, mindestens bei militärischen Operationen, nicht statthaft. Denn da hängt nicht alles von uns selbst, sondern viel vom Gegner, sehr viel vom Zufall ab. Gerhard Bittlingmeier, Zitat Ende. Lütjens lag sehr viel daran, dass sein Kriegstagebuch, KTB, gerettet wurde. Die Nachwelt, vor allen Dingen die Seekriegsleitung, sollte wissen, auf welcher Grundlage er seine Entscheidungen getroffen hat. Wenige Stunden vor dem Untergang Bismarcks forderte er noch ein U-Boot zur Rettung des KTBs an, nachdem der Start eines Bordflugzeuges mit dem Ziel Frankreich gescheitert war. So, wir wollen jetzt einmal durchspielen, wie Lütjens Karriere nach dem Einlaufen Bismarcks in einem westfranzösischen Hafen ausgesehen hätte. Das Erreichen eines sicheren Hafens hätte natürlich die deutsche Propagandamaschine auf Hochtouren gebracht. Die Sieger über die Hood wären ausgiebig gefeiert worden.
Korvettenkapitän Schneider, der Artillerieoffizier Bismarcks und frisch gebackener Ritterkreuzträger sowie Lütjens und Kapitän Lindemann hätten wir in der nächsten Wochenschau gesehen. Dazu hätte es Filmaufnahmen vom Islandgefecht gegeben sowie unzählige Propagandaberichte vom Sinken der Hood. Admiral Lütjens wäre kurz darauf nach Berlin zu Großadmiral Raeder gereist, im Gepäck sein Kriegstagebuch. Damit bewaffnet hätte er dem Oberbefehlshaber der Kriegsmarine seine gefassten Entschlüsse detailliert erläutern können. Ob Hitler ihm allerdings das begehrte Eichenlaub zum Ritterkreuz verliehen hätte, glaube ich nicht. Nach dem erfolgreichen Unternehmen Berlin, bei dem die Briten 22 Schiffe mit über 115.000 Tonnen verloren, wäre das ja auch möglich gewesen. Aber Hitler sah nur den Tonnageerfolg und den schaffte ein einzelnes kleines U-Boot schneller und mit deutlich weniger Aufwand. Da Großadmiral Raeder Ende Mai 1941 noch weitere Einsätze schwerer Schiffe im Atlantik plante, wäre Lütjens sicherlich nicht arbeitslos geworden. Ziel war es ja, mehrere Schlachtschiffe gleichzeitig zum Einsatz gegen die alliierten Geleitzüge zu bringen. Ein weiterer Punkt, der für Lütjens Verbleiben auf dem Posten des Flottenchefs sprach, war das buchstabengetreue Ausführen von Raeders Befehlen. Anders waren da seine beiden Vorgänger, die Admirale Böhm und Marschall, die nach Differenzen mit Großadmiral Raeder aus dem Amt schieden. Lütjens war nach 9 Monaten Krieg bereits der dritte Flottenchef. Wie wäre seine Karriere also weitergegangen? Wenn er die nächsten Feindfahrten überlebt hätte, aber wie wir ja im ersten Teil unseres Videos gesehen haben, wäre es wahrscheinlich gar nicht dazu gekommen, hätte er sicherlich über kurz oder lang ein Marinegruppenkommando als Oberbefehlshaber übernommen. Wahrscheinlich wäre er der Nachfolger von Generaladmiral Alfred Saalwächter im Westen geworden, da dieser altersbedingt, Jahrgang 1883, ausgeschieden wäre. Kurz darauf wäre Lütjens Beförderung zum Generaladmiral erfolgt. So, hiermit wollen wir es genug sein lassen und unser Was wäre, wenn beenden. Und wie haben euch unsere Szenarien gefallen? Ja, ihr seid angesprochen. Von euch wollen wir Kommentare, Kritik, Anmerkungen hören. Schreibt sie wie üblich in die Kommentare. Wir warten drauf. Das Format lebt von eurem Feedback. Genau, von eurem Feedback. Wir sagen Danke, Tschüss und Servus. Bis zum nächsten Mal. Euer Marinekalender.